Also ich glaube, dass das generell noch viel zu wenig bekannt ist, unser Projekt hier. Aber unter denen, wo es bekannt ist, ist es dann tatsächlich so, ne, dass dann gesagt wird, ja, dann habt ihr halt nicht die richtig schwierigen Hunde, weil bei denen funktioniert das nicht so, wie ihr das macht. Und was ich eben auch wichtig finde, ist, dass ein Tierheim eben nicht die Abgabestelle für ungewollte Hunde ist. Dann kommt ja der Vorwurf, dass ihr schuld seid, wenn Hunde ausgesetzt werden, weil ihr hättet sie ja nehmen können. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen beim Dog Geeks Hundegesabbel. Heute mit Jonas Brill aus dem Tierheim Kaiserslautern. Silvia. und Gerd. Moin, moin. Hallo, sehr schön, dass du da bist, Jonas. Freut Ja, uns danke für sehr. die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja, aus dem Tierheim Kaiserslautern, da bist du der zuständige Hundetrainer für die Hunde in der Aufbewahrung, die Besuchshunde oder wie nennst du das? Ich habe da tatsächlich keinen Insassen. genauen Begriff dafür, wie wir unsere Hunde nennen, aber genau, ich bin da Hundetrainer, fest angestellt auf Vollzeit und bin quasi für unsere, ich sage immer einfach unsere Hunde, meine Hunde zuständig, aber auch für Hunde von externen, die mit ihren Besitzern zu uns kommen oder auch das Projekt HUKO, über das wir heute noch viel erfahren werden. Ja, das Projekt HUKO ist ja sehr interessant. Also was bei euch ja wirklich herausragend ist, dass ihr über die positive Verstärkung arbeitet. Deswegen bist du hier. Und ja, genauso schwierige Hunde im Tierheim habt wie alle anderen auch, die sich damit profilieren, dass sie die trainieren. Und das machst du ja auch, und aber in nett. Und du hast ja auch Malinois, Rottweiler und an deiner Seite, ne? Ja, ich habe diese komischen Ausnahmefällen, bei denen positives Training doch funktioniert. Nee, also genau, das ist uns hier im Tierheim ein ganz großes Anliegen, dass wir wirklich auf Basis positiver Verstärkung mit den Hunden umgehen. Das fängt schon in der Haltung an, dass wir möglichst, also das Hundehaus zum Beispiel vor 10 Jahren neu gebaut haben, sodass die möglichst stressfrei bei uns leben können. Und halt auch im Umgang, im Handling achten wir darauf, dass wirklich jeder nett und positiv mit den Hunden umgeht. Und ich speziell im Training natürlich auch. Und genau, wir haben genau die gleichen schwierigen Hunde, die die anderen Tierschutzvereine zurzeit auch überwiegend da haben und zeigen eigentlich täglich, dass es auch bei denen geht, positiv zu arbeiten und Fortschritte zu machen. Es wird ja ganz häufig gesagt, ja, was weiß ich, Rottweiler, Malinois, nehmt, was ihr möchtet, da kann man halt irgendwann nicht mehr positiv arbeiten. Was denkst du, was sind so die Hauptpunkte, wo man sagt, ja, das geht trotzdem, weil man das und das beachtet? Naja, ich sage ja immer, Lerntheorie funktioniert erstmal bei jedem Hund. Da ist es Mhm. total, welche Rasse das hat. Und dann kann ich natürlich alle Quadranten auch nutzen und aber auch die positive Verstärkung funktioniert. Und bei vielen Hunden ist es tatsächlich so, die ich hier habe, dass sich da schon der ein oder andere Aversivler sein Mütchen dran kühlen dürfte und das dadurch deutlich schlimmer geworden ist. Das heißt, oft kann es auch einfach sein, wenn man deeskaliert, kommt es erst gar nicht zu den Problemen, die die Hunde zeigen, wegen denen die dann hier gelandet sind. Wie schafft ihr das Wohlbefinden bei den Hunden zu erzeugen? Also ich kenne das ja noch aus meiner aktiven Zeit im Tierheim, dass es natürlich wahnsinnig schwierig war wegen der Lautstärke und wegen den Unterbringungsmöglichkeiten, eingeschränkte Bedürfnisse. Befriedigung beim Hund, Enrichment war schwierig umzusetzen. Wie könnt ihr das wuppen? Also ein großer Vorteil ist natürlich schon die Gebäudegestaltung, wie wir sie hier haben, weil in unserem Hundehaus haben die Hunde wirklich Zimmer. Also wir sagen auch wirklich, das sind Zimmer, keine Zwinger. Das sind eigene Räume, die sind komplett dicht nach außen. Das heißt, die sehen auch nicht ständig andere Hunde, die vor ihnen hin und her hüpfen. Wir haben zurzeit wenig Hunde, die vergesellschaftbar sind, deswegen sehr viele Hunde, die einzeln wohnen. Aber natürlich, wenn es Hunde gibt, die gerne Kontakte haben möchten, sorgen wir auch dafür, dass sie die haben.
Wir legen viel Wert darauf, dass viel Zeit des Tages auch von den Pflegerinnen dafür verbracht wird, mit den Hunden Zeit zu verbringen. Also jeder Hund kommt am Tag auf jeden Fall mindestens einmal raus. Wir haben in den Außenanlagen zum Beispiel einen Schnüffelgarten gebaut, der auch sehr gerne benutzt wird von den Hunden. Wir haben Gassigeher, aber jetzt nicht so nach dem Prinzip, wie es viele Tierheime leider immer noch machen, dass man kommt und kriegt einen Hund in die Hand gedrückt und ab dafür, sondern die Leute werden wirklich speziell auf ihren Hund angeleitet, so dass es auch wirklich eine Qualitätszeit ist, die die Hunde verbringen. Genau. Und bei uns ist es tatsächlich erstaunlich ruhig. Also ich höre das oft, wenn hier Besucher sind, die können sich gar nicht vorstellen. Hier wohnen aktuell 22 Hunde und jetzt gerade auch, während wir den Podcast aufnehmen, bellt kein einziger davon. Und das ist hier eigentlich Standard. Das ist gut. Also was ja auch für deutlich weniger Stress spricht als in anderen Tierheimen. Ne? Also das ist deutlich zu merken, ja. Also klar bellen die auch und gerade wenn Fütterungszeit ist oder wenn was los ist, ne, dann bellen die auch. Aber man merkt es schon deutlich, auch im Umgang mit den Hunden einfach, dass die vom Stresslevel her für eine Tierheimsituation ziemlich weit unten sind. Und trotzdem ist Tierheim ja nicht das, also falls jetzt jemand denkt, siehste, dann kann man den ja, ich probiere das mal aus und dann weiß ich ja, wo ich den hintun kann, wenn es doch nicht klappt. Tierheim ist keine Optimalsituation für die Hunde, ne? Also so viel Mühe man sich auch gibt und so gut man es auch macht, es ist einfach, so viel Personal kann man gar nicht einstellen. Nee, genau, also trotzdem ist es ein Tierheim, trotzdem sind die Hunde die größte Zeit des Tages alleine in ihrem Zimmer. Ne, also so schön und viel wir machen und Beschäftigungsangebote machen, ist und bleibt es ein Tierheim und nicht ideal für keinen Hund. Aber wir versuchen es halt so ideal wie möglich irgendwie Tierheim zu gestalten. Und wir haben ja schon über den Auslandstierschutz hier auch gesprochen, also in einer anderen Podcast-Folge. Da ist ganz klar, warum die Hunde in neue Familien vermittelt werden. Ihr habt jetzt ja Hunde, die sich bereits in Deutschland befinden und bei euch landen und schon in der Familie waren. Warum? Warum kommen die zu euch? In der Regel, also in letzter Zeit, ich sag's mal, wie es ist, wir erhalten jeden Tag mindestens 3 Anrufe. Der Hund hat gebissen, der Hund muss sofort weg. Ja, also wir haben größtenteils Hunde hier, die Beißvorfälle hatten. Also nur noch eigentlich. Also wenn von Privatangaben kommen, sind es meistens wegen Beißvorfällen oder wegen anderen, in Anführungsstrichen, unerwünschten Verhalten, wie übermäßiges Jagdverhalten, kommt mit dem Kind nicht zurecht, kommt mit der Katze nicht zurecht. Ja, aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich Aggressionsverhalten. Tatsächlich auch ganz, ganz oft Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen, wo der Herkunftsverein keinen Plan B hatte und die wollen die dann gerne hier loswerden. Großartig. Also vom Regen in die Traufe quasi. Naja, genau. Und das ist wieder das, was wir ja auch schon besprochen haben, wenn man an unseriöse Auslandstierschutzorganisationen gerät, die keine Pflegestellen haben und nicht wissen, was dann läuft, ne? Und einfach irgendwie quer vermitteln. Dann sitzt es halt hier im Tierheim. Das ist auch nicht so schön. Ja, aber das Denken ist die Leute so einfach, ne? Also so einfach ist es tatsächlich nicht. Also wir nehmen nicht jeden Hund auf, der gerne aufgenommen werden will oder von seinen Haltern gerne hier abgegeben werden soll, weil wir sitzen voll mit solchen Hunden. Also fast alle unsere Hunde haben schon gebissen. Super. Ja, also, die kriegt man. Sind das dann Hunde, die als gefährlich eingestuft sind? Also sind die von der Steuerklasse dann her als gefährlicher Hund? Also teils. Ja, also einige sind als gefährlich eingestuft, andere zum Glück noch nicht. Also ja, genau. Ja, immer nur davon ab, lasse ich mich erwischen oder nicht. Ne? Also. Ja, natürlich, aber es ist ja schon so, um wieder einen neuen Platz zu finden, auch das ist ja einfach etwas, was man auch finanziell wuppen können muss. Ne? Also hier sind jedenfalls die Steuersätze für gefährliche Hunde verdammt hoch. Also das hängt davon ab, wo man lebt. Bei mir in der Gemeinde ist es tatsächlich so, dass es gar nicht teurer ist, dass es genau gleich viel kosten würde. Ich hatte mal interessehalber angefragt, weil ich ja eventuell noch einen zweiten Hund möchte. Aber klar, das ist natürlich ein Aspekt und auch sonst. Also hängt ja einfach mehr dran. Man muss eine Sachkunde erbringen, man muss den Hund draußen mit Maulkorb führen. Ne? Man darf den nicht einfach laufen lassen. Und das sind halt schon Einschränkungen, die viele nicht möchten. Dann. Was für ein Gefühl hast du, warum gibt es mehr Beißvorfälle? Also wenn das vorher nicht so war, ist das seit Corona so? Sind das die klassischen Corona-Hunde mit den klassischen
mir ist langweilig, Menschen, die sich Hunde romantisch da vorgestellt haben. Also von den ganzen Corona-Hunden haben wir hier eigentlich nicht wirklich was mitgekriegt, okay, muss ich sagen. Also wir werden das ständig gefragt, aber haben das gar nicht so. Tatsächlich würde ich sagen, sind es zum sehr großen Teil Auslandstierschutzhunde. Das ist leider so. Also von falsch verstandenem Auslandstierschutz, die dann größtenteils dann doch Herdenschützer in der Mietwohnung vermitteln und das geht dann nicht lange gut. Oder aber hier im Bereich auch sehr viele Hunde, die in Hundeschulen waren von Welpe an, wo halt sehr, sehr schlecht mit den Hunden umgegangen wird, sodass die sich dann irgendwann wehren. Das haben wir auch ganz oft. Und sonst eher, also ich erlebe es eher, dass es meistens relativ engagierte Leute sind, die versuchen, alles richtig zu machen, aber halt entweder durch falsche Anleitung oder einfach durch falsche Voraussetzungen für den Hund in dem Umfeld das gar nicht schaffen können. Ja, ist tragisch. Wie lange bleibt so ein Hund bei euch? Ist total unterschiedlich. Also unser längster Insasse, den wir hier haben, der ist jetzt schon fast 7 Jahre da. Für einen easy vermittelbaren Hund, der ist auch meistens in 2 bis 3 Monaten spätestens wieder weg, haben wir aber fast nie. Also die meisten, die wir hier haben, sind schon 1,5 Jahre oder länger da. Wobei es auch in letzter Zeit tatsächlich weniger geworden ist in allen Tierheim, dass die Vermittlung ein bisschen zurückgegangen ist. Also ich glaube, das ist das Einzigste wahrscheinlich mit Corona, dass der Markt einfach übersättigt ist. So, und die Leute kriegen ihre Hunde irgendwo her. Die müssen sich keinen schwierigen aus dem Tierheim holen. Im Moment ist es halt wieder schwieriger, den Hund irgendwo tatsächlich wieder unterzukriegen. Also erlebe ich zumindest so. Also Hunde sind jetzt gut vorhanden. Und wenn es jetzt irgendwo Probleme gibt, dann geht halt immer die Sucherei los. Ne? Hast du noch einen Platz für den und den? Hast du noch eine Idee? Und was ich eben auch wichtig finde, ist, dass ein Tierheim eben nicht die Abgabestelle ist für oder ein Entsorgungsbetrieb für ungewollte Hunde ist, sondern eine Auffangstation für wirklich blöde Situationen oder Beschlagnahmungen oder sonst irgendwas. Das habe ich eben auch erlebt, dass dann so, ja, ich komme mit dem Hund nicht mehr klar, da ist der Hund, jetzt könnt ihr euch damit beschäftigen, wo wir dann eben auch in dem Tierheim gesagt haben, nee, es ist dein Hund, du hast die Verantwortung, mach dir einen Kopf, ja, aber ihr seid doch ein Tierheim, ja, aber keine Entsorgungsstation. das fand ich immer ein komisches Bild, was manche drin im Kopf haben. Ja, aber das ist ja so das Gängige, ne? Wenn nichts mehr geht, dann Tierheim. Hinbringen, abgeben, tschüss. Das ist, glaube ich, das gängige Bild, was viele Menschen haben. Ja, und genauso wie es Gerd sagt, ne, manchmal sagt man auch tatsächlich aus dem Grund so, nee, ihr habt das Problem erzeugt, jetzt guckt auch, wie ihr es löst. Weil das kann nicht sein, dass ihr Probleme über Probleme erzeugt und jemand anderes soll es dann lösen. Das ist dann kommt ja der Vorwurf, dass ihr schuld seid, wenn Hunde ausgesetzt werden, weil ihr hättet sie ja nehmen können. Und dann wird es ganz schön schwierig, finde ich. Also ja, wir waren tatsächlich letztens schuld daran, dass ein Hund schwer gebissen hat, weil die haben bei uns angerufen, haben gesagt, der Hund hat gebissen, der muss weg, nehmt den. Und dann haben wir gesagt, ja, so einfach geht das nicht, ne? Wir sind voll, wir haben viele Beißvorfälle, gucken Sie erstmal, haben denen noch Management-Tipps gegeben, wie sie das im Haushalt jetzt managen können. Und dann haben wir 2 Tage später einen Anruf gehabt, so, jetzt hat der Hund richtig gebissen und das alles nur wegen euch. Ja, okay. So, unglaublich. Ja. Also man ist schon an allem schuld quasi. Ja, natürlich, klar. Ja, ist ja auch einfach, ne? Also wenn man einen Dritten hat, der schuld ist, ist das ja deutlich einfacher, als wenn man sich eingestehen muss, ich habe da jetzt echt Käse gebaut. Genau. Das ist schon schwierig. Ja, aber das haben ja viele das Bild. Ich kenne auch Tierheime, die nehmen gar keine Hunde, die gebissen haben. Die lehnen die kategorisch ab. Ja. Was ja manchmal auch sinnvoll ist, weil wenn man gar nicht das Personal hat, das damit umgehen kann, ist es ja nicht sinnvoll, so einen Hund aufzunehmen, weil das wird ja alles nur noch schlimmer. Und wenn sich da keiner rantraut oder aus Angst völlig falsch reagiert, dann wird das Trauma des Hundes ja immer schlimmer. Also so einfach ist es ja einfach nicht, ne? Was man sich wirklich vorher überlegen sollte. Und manchmal ist der Rat von Hundetrainern oder auch Züchtern,
die Finger davon zu lassen, nicht wirklich bös gemeint, sondern manchmal passt das einfach nicht. Und Hunde sind halt kleine Beutegreifer. Aber so wie ich dich verstanden habe, Jonas, habt ihr eben auch so die kernigen Hunde, hattest du ja eingangs schon gesagt, wo man sagt, so, das sind die, sage ich jetzt das Wort, Red Zone Dogs. diese Kategorien, die da so häufig gebildet werden. Total süße Mali-Hunde. Ja. Genau. Haben wir definitiv. Also ja, wir haben 3 Malis da aktuell. Wovon einer tatsächlich so gebissen hat, dass dann eine Hauttransplantation nötig war bei der Person. Aha. Also das ist nicht mal eben nur abgeschnappt, sondern die haben auch wirklich ernsthaft gebissen. Wir haben einen Dobermann-Rottweiler-Mischling da, der hier ist, weil er mehrfach seine Halter gebissen hat. Und die meisten unserer Hunde haben gebissen. Und die meisten unserer Hunde würden tatsächlich von anderen Trainern auch als solche Red Zone-Hunde wahrscheinlich etikettiert werden. Ja, ich find's total am Hund vorbei. Weil in der Regel ist es ja nicht der Hund, sondern es ist ja die Umwelt, die das Problem macht. Und wie fangt ihr sowas auf bei dem Hund, dass er mal wieder ein bisschen klar denken kann, dass er sich nicht ständig bedroht wird, weil aus Jux und Dollerei, nur weil dem Hund langweilig ist, beißt er ja nicht. Genau, also ich sehe es tatsächlich so, dass die Hunde, wenn die zu uns ins Tierheim kommen, ist das ein Neustart für die Hunde. Ne? Also dann ist erstmal alles, was vorher war, ist vorbei und wir gucken erstmal, dass wir die vom Stresslevel einigermaßen runterkriegen. Je nach Hund, je nach Grund des Beißens oder Auslöser des Beißens, ist das Erste, was ich halt mache, wirklich Maulkorbtraining, damit ich mich dem Hund überhaupt nähern kann. Dafür haben wir so eine Vorrichtung, wo ich mit dem Hund den Maulkorb trainieren kann, ohne direkt in Kontakt mit dem Hund gehen zu müssen. Das funktioniert auch in der Regel sehr gut, also gerade bei futtermotivierten Hunden natürlich entsprechend schneller. Wobei es bei mir bisher tatsächlich so war, dass ich zu allen Hunden dann rein konnte zum Zumachen, weil sich dann einfach das Vertrauensverhältnis schon so in die Richtung gekippt hat. Also, dass ich nicht anziehe und dann erst reingehe, sondern bei den meisten tatsächlich dann auch schon zum Hund rein kann und ihm da den Maulkorb anziehe. Aber das ist so eins der wichtigsten Mittel, die wir haben, tatsächlich ein gutes Maulkorbtraining zu beginnen, damit sie überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, gehandelt zu werden und Kontakt aufzunehmen und wieder am Leben teilzuhaben. Das heißt, ihr trainiert über positive Verstärkung, dass der Hund die Nase in den Maulkorb reinsteckt. Dann gibt es ja so verschiedene Vorrichtungen am Zwinger. Ich weiß nicht, ob das bei euch. Genau, also wir haben so eine Maulkorbklappe. Das heißt, wir nennen es so ein bisschen das Loch, also das ist so ein Soundelement, wo ein Loch drin ist, wo der Hund, und das ist nach oben und unten auch noch abgesichert, sodass der Hund auch nicht nach oben und unten schnappen könnte. Das heißt, er steckt seinen Kopf durch dieses Loch durch, das ist das Erste, was er lernt. Und dann kann man eben den Maulkorb in diesem Loch platzieren und er lernt, die Nase in diesen Maulkorb reinzustecken, lernt dann tatsächlich Dauer aufzubauen und dann auch auszuhalten, dass man mal neben seinem Kopf ein bisschen rumwackelt, bis man tatsächlich dann die Riemen aufschließen kann. Wie schnell geht das in der Regel? Das geht sehr schnell. Also bei einem futtermotivierten Hund, sage ich mal, ist das normalerweise eine Sache von, also reine Trainingszeit 20, 30 Minuten. Also mehrere kurze Einheiten natürlich. Auf 2, 3 Tage verteilt oder? Ja. Also es ist meistens so am Tag vielleicht 2x5 Minuten höchstens oder. Je nachdem, wie es halt reinpasst. Auch. Ja, weil uns ja immer vorgeworfen wurde, das schön, dauert dass immer du das so wahnsinnig sagst. Lang. Ja, genau. Ne, dass es halt intensives, gutes Training sein muss, aber kurz. Entschuldige, Gerd. Ja, genau. Also da arbeiten wir positive Verstärkung, dauert so lange. Es kommt halt auf das Setting an, auf das Lernkriterium. Und wenn man da eben kleinschrittig und fokussiert rangeht, dann hast du ja relativ zügig die Fortschritte, um dann den nächsten Schritt zu machen. Total, ja, also ich finde, wenn man es richtig macht, dann dauert es auch nicht lang. Ja, sehr cool. Und dann haben sie einen Maulkorb auf und dann kann man sie ja schon mal ein bisschen mehr handeln. Und dann trainiert ihr natürlich bei Fußgehen, Sitz und Platz. Das, nur, was eben die Hunde brauchen. Genau, ausschließlich. Also wir machen nur Grundgehorsam. Also tatsächlich mache ich fast nie Grundgehorsam mit irgendeinem Hund.
sondern ich gucke halt, was der jeweilige Hund braucht. Und bei den meisten Hunden sieht das Training auch gerade am Anfang anders aus, als sich das wahrscheinlich die meisten Leute vorstellen, weil man sieht mich eher mit einer 5 bis 10 Meter langen Leine an einem Geschirr mit einem Hund mit Maulkorb in der Gegend rumstehen und gar nichts machen, weil die meisten Hunde einfach mal lernen müssen, dass man da sein darf, dass man atmen kann, dass man sich mit der Umwelt auseinandersetzen kann und nicht permanent in einer totalem Stress sein muss. So. Und dass auch gar nichts gefordert wird erstmal von den Hunden, ne? Sondern dass sie erstmal sein dürfen und dass sie erstmal die Welt wieder neu kennenlernen dürfen in einem vertrauten Zwiegespräch mit der Bezugsperson, also mit dir dann in diesem Moment. Genau, ja. Mhm. Also das ist wirklich ganz viel meiner Arbeit, einfach nur stehen und beobachten und im richtigen Moment Entscheidungshilfen geben. Mhm. Weil die meisten Hunde, wenn man sie lässt, treffen die ganz gute Entscheidungen. Also wenn man das Setting außenrum so verändert, dass sie halt gar nicht so leicht die doofen Entscheidungen treffen können. Und dann bin ich so der Fan davon, gar nicht so viel einzuwirken, sondern eher mal machen zu lassen und in die richtige Richtung zu lenken. Und dann im nächsten Schritt aber auch gucke, okay, für die Situationen, in denen die dem Hund jetzt Schwierigkeiten machen, was brauchen wir da an Signalen? Und dann erarbeite ich die nebenher in extra Einheiten sozusagen. Also wir haben hier eine Trainingshalle, wir haben große Trainingsplätze, wir haben den Schnüffelgarten, wo man relativ reizarm trainieren kann. Das ist natürlich ein Luxus, den wir hier haben. Und da kann ich dann je nach Trainingsziel sozusagen dahin gehen, was ich gerade brauche. Aber das ist ein Luxus, der nicht einfach entstanden ist, weil ihr im Lotto gewonnen habt, sondern weil ihr die Mittel, die ihr habt, bewusst und zielgerichtet einsetzt, so wie ich das verstanden habe. Genau, hatte, ne? Und auch Risiken eingegangen sind. Ne? Also unsere erste Vorsitzende ist da sehr findig, die ist da super eloquent und immer im Gespräch mit allen möglichen Leuten und hat da auch schon wahnsinnig viel erreicht und hat auch einen sehr großen Kredit aufgenommen. Das ist natürlich auch ein Risiko, das man dann eingeht. Ne? Den haben wir jetzt fast abbezahlt, hat sich gelohnt. Aber auch wir kriegen das Geld nicht einfach so zugeworfen, sondern müssen uns wirklich darum kümmern. Und wenn es dann da ist, dann setzen wir es auch gleich für das ein, was uns wichtig ist. Ja. Cool. Ihr habt ein Projekt. HUKO. Ja, genau. Wir haben das Projekt HUKO, steht für Hundekompetenz. Das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund, Landesverband Rheinland-Pfalz. Und zwar ist das ein Projekt, in dem Hunde aus anderen Tierheimen in Rheinland-Pfalz oder im Saarland, die aufgrund von Verhaltensschwierigkeiten als schwer vermittelbar gelten, bei uns aufgenommen werden können und hier trainiert werden, um dann ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. Das war ein sehr langer Satz. Das heißt, die wohnen dann auch bei euch? Die wohnen auch bei uns, genau. Gehören aber dem anderen Tierheim. Ja, die bleiben im Besitz des anderen Tierheims quasi und sind hier sozusagen im Trainingslager. Werden dann im Idealfall von hier aus direkt vermittelt, was bisher bei allen bisher geklappt hat tatsächlich, dass sie aus dem Projekt HUKO auch vermittelt wurden. Ansonsten wäre der Plan aber, dass sie dann wieder zurückgehen und die Trainer und Kollegen vor Ort angeleitet werden, die Tierpfleger, wie sie weiter mit dem Hund arbeiten. Okay, also es wird dann weiter so gearbeitet, wie ihr mit dem gearbeitet habt und nicht wieder. Das wäre der Wunsch. Wir hatten es ja auch bisher noch nicht. Sinnvoll, ja, okay. Das ist ja sehr wünschenswert für die Hunde, ne? Dass die dann auch wirklich nach Hause dürfen, also in ihr zukünftiges. Genau, ja. Die TrainerInnen oder die TierpflegerInnen, die dann vor Ort einmal bei euch sind, aber auch bei den anderen Tierheimen sind, die schulst du denn auch oder wie baust du da die Kompetenzen auf? Genau, also die vor Ort hier, die werden so nebenbei tatsächlich geschult. Also die lernen das bei uns gar nicht anders tatsächlich. Kommen hierher und sehen so und so, wie wird mit Hunden umgegangen und dann machen die das halt so. und die in anderen Tierheimen würden dann, also wenn ein Hund aus dem HUKO-Projekt kommt, werden seine Bezugspflegerinnen dann eingearbeitet, dass sie weiterhin so mit diesem Hund arbeiten können. Was wir allerdings auch planen, ist jetzt ein ganz neues Projekt von uns, ist eine Ausbildung oder eine Fortbildung für TierpflegerInnen im gewaltfreien Umgang mit Hunden im Tierheim. Das ist ein gutes Stichwort. Man denkt ja immer, Tierheim,
wer da arbeitet im Tierschutz, ist auch besonders tierlieb. Aber sehr häufig ist es ja tatsächlich so, dass gerade in den Tierheimen Aversivtraining gang und gäbe ist und Dominanztheorien kursieren und mit Wasserflaschen gespritzt wird und ganz wilde Sachen gemacht werden. Ja, ihr seid da anders und habt da, glaube ich, ein kleines Alleinstellungsmerkmal leider noch, ne? Total, leider, ja. 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 Wie nehmen euch denn die anderen Tierheime wahr? Nehmen die euer Training ernst oder ist das, ja, dass das eher belächelt wird und ihr halt die anderen seid? Also ich glaube, dass das generell noch viel zu wenig bekannt ist, unser Projekt hier. Aber unter denen, wo es bekannt ist, ist es dann tatsächlich so, ne, dass dann gesagt wird, ja, dann habt ihr halt nicht die richtig schwierigen Hunde, weil bei denen funktioniert das nicht, so wie ihr das macht. Mhm. Ne? Aber dieses Huku-Projekt, das wird ja, das finanziert ihr ja nicht selber, ne? Sondern da bekommt ihr ja Zuschüsse, oder? Genau, das macht der Landesverband Rheinland-Pfalz vom Deutschen Tierschutzbund. Der finanziert auch tatsächlich mich mit, also meine Stelle hier mit im Tierheim. Mhm. Und dafür, dass ihr ja total unerfolgreich seid und das nicht könnt, wie kommt es dann, dass ihr tatsächlich finanziert werdet? Ja, frag das dann. Ich weiß es nicht. Scheint zu funktionieren. Also die Erfolgsquote muss dann ja, also ihr kriegt ja nicht einfach Fördergelder, wenn ihr keinen Erfolg verbuchen könnt, oder? Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genau, und der Erfolg ist ja da, ne? Also wir haben 6 Hunde inzwischen vermittelt in ein neues Zuhause. Davon ein Hund, der vorher 6 Jahre lang im Tierheim gesessen hat und dann innerhalb von einem Jahr bei uns vermittelt wurde. Wo ich denke, wenn das kein Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Ja, Zufall. Nein, nee, das ist super. Also auch der aktuelle Huko-Hund, den ich hier habe, der Buddy, der stand kurz vor der Euthanasie. Also da haben Stimmen sich laut gemacht, dass der eingeschläfert werden soll aufgrund von Verhalten. Wobei, bei dem muss ich wirklich sagen, ist meiner Meinung nach Quatsch, weil das ist einfach nur ein super toller Hund, der, wenn er in die Übererregung kommt, auch mal zubeißt. Ja, der hat auch verletzt, ohne Frage, aber das heißt, oft ist es ja so, dass wir hier unsere Hunde gar nicht so schlimm finden, aber die anderen scheinen sie ja schlimm genug zu finden, um sie zu uns zu bringen. Ne? Für die sind das sogenannte Red Zone Dogs. Mhm. Beim richtigen Umgang können sie sich auch anders zeigen. Mhm. Und das ist mit Sicherheit bei allen Hunden so, nicht nur bei denen, die zufällig hier landen. Naja, das erleben wir ja auch in unserem Training. Wenn wir da die Hunde haben, der gebissen hat oder ganz schwierig ist oder sonst irgendwas, und wenn du dann da ein bisschen reingehst oder man guckt, wo hakt es denn jetzt wirklich, dann wollen die einfach nur in Ruhe gelassen werden, sind mit sich und der Welt irgendwie in manchen Situationen halt einfach überfordert. Und wenn man da ein bisschen wohlwollend, deeskalierend beigeht, dann finden die ja auch relativ zügig Vertrauen und können dann auch wieder Verhalten abrufen, die ja wieder adäquat sind. Also wenn man sagt, ja, okay, da kann man was mit anfangen. Wobei, also ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn der eigene Hund einen anknurrt oder auch die Zähne reinhaut, also nicht aus Versehen nebens Spielzeug haut, sondern wirklich gezielt beißt, dass das schon echt ein ganz übles Gefühl ist. Ne? Also das kann ich schon verstehen, dass das für Bezugspersonen dieser Hunde schwer auszuhalten ist. Und ja, viele das dann nicht hinbekommen. Und man will das ja auch nicht. Und dann kriegst du überall zu hören, ja, da musst du dich mal richtig durchsetzen. Und dann Noch schlimmer. Oder es sind schlicht und ergreifend Missverständnisse, ne? Also wo der Hund vielleicht ein bisschen rumgrummelt und knurrt oder sonst irgendwas, aber sonst im Körper eben weich ist. Und dann ist es ganz gefährlich oder er reagiert irgendwie und dann blockt man das gleich wieder und dann ist man sofort, oder was heißt sofort, dann ist man schnell in einer Gewaltspirale, der Hund fühlt sich bedroht, artikuliert das entsprechend, der Mensch fühlt sich bedroht. Haut da drauf, also deckelt das oder versucht das dann zu unterdrücken und dann dreht sich das halt weiter. Das ist ja immer so das Blöde an der ganzen Geschichte, dass die Kommunikation Hund-Mensch, Mensch-Hund eben nicht ganz so glückt. Ja. Siehst du es auch so, dass du sagst, grundsätzlich wollen Hunde
nicht beißen, also so ganz grundsätzlich, wenn sie die Chance dazu haben und einfach nur knurren dürfen und man dann drauf eingeht und sagt, wir gucken uns das später an, warum du es so scheiße findest und wir gucken mal, wie wir es dir netter machen können, dass dann viele, viele Beißvorfälle verhindert werden könnten. In den allermeisten Fällen ja. Also das Einzige, wo es anders ist, und das ist bei dem Buddy zum Beispiel so, ist, dass der wirklich wo reinbeißen will, um da Frust abzubauen und in dem Moment wirklich, dass ein Bedürfnis von ihm ist, in was reinzubeißen. Und wenn das der Mensch ist, dann passiert auch noch was. Das ist dann noch viel lustiger. Also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass er das gezielt sucht. Aber auch das lässt sich natürlich gut umlenken und wegtrainieren. Aber bei den meisten Hunden, die ich hier habe, die sind so dankbar, wenn man einfach sagt, ist okay. Wenn du knurrst, ich geh weg, kannst du machen. Ja, ist halt auch unsere Erfahrung, ne? Ja, wo man bei diesen Übersprungsgeschichten halt wirklich aufpassen muss, ne? Also wenn der Hund da so die Stimulation durch das Beißen braucht, Kraft aufwenden kann, dann ja, muss man natürlich gute Ersatzmöglichkeiten schaffen irgendwo, dass er woanders reinbeißen kann oder reinhapsen kann. Und das im richtigen Moment, ne? Also man kann auch wunderbar das verstärken quasi, indem er immer, wenn er mir in den Arm beißt, kriegt er danach einen Ball zugeworfen und dann denkt der Hund sich natürlich auch, ja cool, das nächste Mal beiße ich mal noch früher rein, mal gucken, was es noch alles gibt. So. Klar. Ja. Ja, also dass man da gut im Timing sein muss, aber das müsste man ja auch aversiv, also da muss man ja noch besser im Timing sein, weil da darf er auf gar keinen Fall erstmal beißen. Also letztendlich ist es dann ja so. Ja. Das kriegt ja kaum jemand hin. Also das sind wirklich gute Trainer, aber ein normal Hundehaltender hat ja dieses Timing in den meisten Fällen gar nicht und dann macht es ja alles nur noch schlimmer, ne? Lass mich raten, ist Buddy ein Terrier? Dobermann Rottweiler. Ach, der ist Ja, aber das Ding ist halt auch, dass viele Menschen das scheinbar als ihr selbstverständliches Recht ansehen, dass sie ein anderes Lebewesen in ihren Worten gesagt maßregeln dürfen. Und die Hunde, die dann als gefährlich beschrieben werden, sind ja meistens die das eben nicht mal eben so mit sich machen lassen. Die dann halt nicht sagen, oh, okay, sorry. Oder, oh Gott, ich gehe mal lieber weg. Sondern die dann halt irgendwann auch sagen, nee, machst du nicht mit mir, stopp. Und dann wird es halt für die Menschen auch gefährlich, ne? Also ich habe auch tatsächlich das letztens von einem Pfleger aus einem anderen Tierheim herangetragen bekommen. Ja, aber der muss sich doch mit dem Knie von mir wegkicken lassen. Ich sagte, warum muss der das denn? Will ich auch nicht, dass du das machst. So. Ja. Ja, das kann man oft beobachten und natürlich gehen Hunde dagegen an, ne? Also, oder nicht alle. Also leider ja viel zu wenige, sonst wäre es ja vielleicht schon nicht mehr so verbreitet. Also wenn es mehr wehtun würde, Lernen durch Schmerzen funktioniert bei Menschen ja durchaus auch. Sondern leider sind es nur wenige, die sich wehren, aber nachvollziehbar ist das schon. Also wenn man mir androht, dass es mir gleich wieder wehtut, ja, kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, nee, diesmal anders. Ja. Dieses Huko-Projekt, ist es geplant, dass es noch weiter ausgeweitet wird? Also es ist ja jetzt ein bisschen unglücklich, wenn andere Tierheime die Hunde zu dir bringen, du trainierst damit, also das ist natürlich super, aber die Kapazitäten sind da ja halt auch begrenzt. Du musst ja auch irgendwann mal schlafen. Schlaf wird überbewertet, ich weiß. Gibt's da Bestrebungen, dass es auch in andere Tierheime ausgeweitet wird, dass man da auch die TrainerInnen entsprechend ausbildet oder einsetzt und dass man da mehr Kapazitäten einfach schafft? Also für uns im Tierheim ich kriege bald eine neue Kollegin noch, sodass wir hier auch mehr Hunde aufnehmen können. Da einfach mehr Kapazitäten intern haben. Vom Deutschen Tierschutzbund ist es durchaus gewünscht, dass auch in anderen Tierheimen noch solche Projekte ausgebaut werden. Da mangelt es aber einfach an Fachkräften und an geeigneten Tierheimen. Ja, also das wäre auf jeden Fall für die Zukunft gewünscht, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt noch. Und falls es jetzt jemand hört und sagt, oh, das wäre doch was, dann wendet man sich an den Deutschen Tierschutzbund. Würde ich probieren. Also es muss natürlich ein Tierheim sein, was eben Deutschen Tierschutzbund ist. Also es muss ein Mitgliedstierheim sein. Ah, alles klar. Okay.
Genau. Und aber das, was ich auch schon angesprochen hatte, ist, dass wir eben eher in die Schulung der Mitarbeiter in den Tierheimen gehen. Also nicht gezielt Hundetrainer ansprechen oder dieses Projekt vergrößern, sondern wirklich an der Basis arbeiten wollen und da in den Tierheimen, weil die Pflegerinnen sind einfach die, die am meisten mit den Hunden zu tun haben und die können schon wahnsinnig viel verändern, wenn die ihren Umgang anpassen. Ja. Umgang der PflegerInnen mit den Hunden, aber dann natürlich auch so die Routinen im Tierheim, dass die eventuell angeschaut werden können und angepasst werden können. Und das, was du eben schon sagtest, dass die Gassigeher, die ja einen total wichtigen Job machen. Also, hey, das ist die Möglichkeit, dass der Hund mal rauskommt, was anderes sieht und dass die eben dann auch geschult werden. Das habe ich früher eben auch gemacht, dass da nicht gesagt wird, so, jetzt musst du bei Fuß gehen oder sondern dass sie eben geschult werden, hey, diese eine Stunde, zwei Stunden am Tag gehst du mit dem Hund raus und schaust, dass der Hund einfach eine schöne Zeit draußen hat, dass er mal durchschnaufen kann, dass er aus dem Alltagstrott rauskommt und einfach mal ja eine Qualitätszeit draußen hat. Das ist ja schon, wenn man das erreicht, dann ist das ja schon wahnsinnig viel wert. Dass die Hunde da nicht irgendwie dann noch gerade draußen durchgeknüppelt werden. Ja, genau. Also das erzähle ich auch jedem Gassigeher und spreche es auch immer wieder an, ne? Weil teilweise sind da auch die Vorstellungen noch falsch. Die denken, die sollen die Hunde trainieren und sollen mit denen üben und machen und tun und darum geht es halt nicht. Ja. Also genau wie du gesagt hast, es geht um eine Qualitätszeit für die Hunde. Das heißt für jeden Hand was anderes. Für den einen heißt es, wir laufen jetzt mal stramm eine Stunde lang und ich kann mich einfach mal bewegen. Für den anderen heißt es, ich schnüffel mal hier und schnüffel mal dort. Das ist total unterschiedlich. Ne? Und das auch von den Pflegerinnen dann die Ansprüche vielleicht runtergeschraubt werden. Der Hund muss nicht in einem Hundehaus, wo links und rechts 20 andere Hunde durch die Gitterstäbe bellen, bei Fuß gehen. Ja. Das ist totaler Quatsch, ja. Das fängt bei solchen eigentlich relativ normalen Sachen fängt das ja schon an, ne, wo man wirklich nochmal reingucken kann. Wo macht es denn Sinn, etwas durchzusetzen und wo ist es einfach egal, wie der Hund läuft oder wo der Hund läuft? Ja. Sehr cool. Ja. Hört sich nach einem coolen Projekt und vor allem nach einer, ja, schönen Möglichkeit für die Hunde einfach an, was ihr da macht. Was für Adoptanten braucht ihr, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich finde Mallis total toll und ich habe da den einen gesehen oder was auch immer. Wie müssen eure Adoptanten beschaffen sein? Robust, also, Hornhaut. Mal, generell ist es ja eh so, dass das Schwierige daran ist, einen geeigneten Adoptanten zu finden. So, die Hunde zu trainieren ist eine Sache. Ja, ja. Die vorzubereiten ist eine Sache, aber das Allerschwierigste daran ist dann jemanden zu finden, der weiter so mit dem Hund arbeitet, damit er dann nicht wieder rückfällig wird, sozusagen. Und das ist natürlich abhängig von den Hunden, die wir haben. Die haben alle ein bisschen andere Bedürfnisse und brauchen entsprechend auch andere Interessenten. Generell ist uns natürlich wichtig, dass weiter positiv mit dem Hund gearbeitet wird, dass weiter an dem Problemverhalten gearbeitet wird, dass man nicht leichtsinnig wird irgendwann, weil die Hunde haben ihre Baustellen. Also das muss man schon immer im Hinterkopf behalten, wenigstens. Und dass man einfach wirklich auch Lust hat, mit dem Hund weiterzuarbeiten. Also die Hunde, die ich trainiere, sind dann nicht fertig für alle Zeiten und Nein. ihr könnt wieder machen, was ihr wollt. So. Aber ihr habt da ja mit Sicherheit Erfolgsprojekte schon, ne? Also Erfolgsvermittlungen. Ja. Und leben solche Hunde auch richtig in Familien oder ist das grundsätzlich, dass ihr da guckt, dass das Menschen sind ohne kleinere Kinder und so und die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal kleinere Kinder in die Familie kommen, auch relativ gering ist? Oder ist ja, das also auch bei Hunden, die jetzt wirklich innerhalb der Familie gebissen haben, die würden wir jetzt nicht in eine Familie vermitteln, wo kleine Kinder im Haus sind. Da muss man schon, also da gucken wir natürlich schon, aber das ist so individuell, also das ist bei jedem Hund anders, was da geht und was nicht geht. Wir gucken natürlich schon ganz genau hin. Ja, aber genau wie du sagst, also es gibt erfolgreiche Vermittlungen und wir freuen uns nicht. Manchmal kommen einfach Leute, die sagen, und das passt dann so, die sagen, ach, der Hund wäre was. Die werden von mir auch, also gerade bei allen Hunden fast wirklich ausgiebig begleitet. Wir können die wirklich über mehrere Treffen kennenlernen, können den Hund kennenlernen.
Können wirklich schauen, wie arbeite ich mit dem Hund, passt das wirklich? Und dann zieht der Hund erst aus. Also bei uns funktioniert es nicht so, dass man reinkommt und sagt, oh, ich finde den toll, nehme ich mit. Und das ist ja auch ganz wichtig, ne? Also ich kenne das immer wieder, dass manche Leute wirklich pikiert sind, dass es so schwierig ist, aus einigen Tierheimen einen Hund zu bekommen. Ja. Und dass also die machen, dass die da so einen Aufstand machen würden. Und wo ich auch sage, aber das hat doch mit Aufstand machen gar nichts zu tun. Das ist doch einfach eine, spricht doch für Verantwortungsbewusstsein und ja auch dafür, dass die verhindern möchten, dass der Hund mal hier ist und mal da ist. Was hältst denn du von so Besuchswochenenden? Also sowas höre ich auch immer wieder. Dann geht der Hund aus dem Tierheim mal für ein Wochenende zu Person XY. Die sagt dann, nee, war wohl nix. Dann ist der Hund wieder im Tierheim und dann geht der 3 Wochen später zur nächsten Person XY, wo ich immer denke, oh Gott, der arme Hund. Und Ja. die Leute finden es aber ganz toll. Ganz schrecklich. Also habe ich auch noch nie gehört, so tatsächlich. Echt nicht? Doch, das Nee. gibt es Nee, leider. was wir tatsächlich machen, ist, wenn die in der Vermittlung schon relativ weit fortgeschritten sind, also die haben den Hund schon mehrmals besucht, dann können die einen Probetag machen. Das heißt, die holen den Hund morgens ab und bringen den dann relativ spät abends zurück, um einfach auch mal zu gucken, wie läuft es denn im häuslichen Umfeld, dass er das schon mal gesehen hat, was ich auch für die Hunde ganz schön finde, dass sie einfach vorher schon mal gesehen haben, wo sie Auf dann jeden ja Fall. auf einmal hinkommen. Aber über Nacht geben wir keine Hunde mit, eben auch aus dem Grund, weil dann denken die Hunde, oh ja, jetzt bin ich da und dann müssen sie doch wieder zurück. Und nee, also das machen wir tatsächlich nicht. Und deswegen ist es uns halt so wichtig, so viel Zeit vorher reinzustecken, damit dann nicht danach irgendwelche unerwarteten Überraschungen kommen und Leute sagen, also das wusste ich ja nicht, jetzt muss er wieder weg. Ja, genau. Und das ist das, was ich eigentlich auch damit sagen wollte, dass wenn es ein bisschen unbequemer ist, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass sich wirklich mehr Gedanken gemacht werden, um Rückläufer zu verhindern. Rückläufer klingt auch nicht so gut, ne? Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, nein, dass die Hunde wirklich ihr endgültiges Zuhause finden können. Genau. Und die Garantie hat man nie, Nein, aber natürlich nicht. ne, das ist schon, das wäre das Ziel. Ja. Was wünschst du dir auch an Hundehaltende, also damit euer Tierheim einfach auch nicht immer voller wird, wenn sich jemand denkt, ich möchte einen Hund? Was würdest du demjenigen auf dem Weg mitgeben, damit das gut klappt? Sucht euch einen Hundetrainer. Einen positiv arbeitenden Hundetrainer und zwar schon bevor es zu spät ist. Weil das kriege ich ganz oft mit, dass die Leute warten und warten und dann hat der einen Tipp und der einen Tipp. Ich habe es gerade letzte Woche mitbekommen, da war ich im Fressnapf einkaufen und der vor mir hat die Kassiererin nach einem Hundeerziehungstipp gefragt, die hat dem total den Humbug geantwortet und da habe ich mich auch wirklich eingemischt und habe gesagt, frag doch einfach einen Trainer, wie wäre das denn? So, ne? Also fragt wirklich Leute, die davon Ahnung haben und lass das begleiten. Und auch wenn es mal schon Probleme mit dem Hund gibt, dann ist nicht der Tierarzt oder das Tierheim die erste Anlaufstelle, sondern ein Hundetrainer. So. Ja. Möglichst Ja, und mit einer fundierten Ausbildung. ja, po genau. positiv arbeitend, was nicht heißt, dass wir nur mit Keksen durch die Gegend werfen und Genau. irgendwie alles rosa färben, sondern der eben weiß, was er da tut, der die Lerntheorie beherrscht, der aber auch Trainingslehre, Trainingstechnik beherrscht und ja, eine entsprechende Analyse machen kann. Ja, und das auch, dass das nicht bös gemeint ist, ne? Also ich habe das ja ganz oft, die Menschen sind pikiert, wenn ich sage, ich sehe hier das und das Verhalten und da müssen wir ran, weil das kann echt blöd werden, wenn der Hund älter wird und wir das nicht umlenken und oder da mehr Ruhe reinkriegen, weil das sind Ansätze und das möchten viele Menschen nicht hören. Dabei ist das ja überhaupt nicht schlimm. Wenn ich mir, ja, also das ist ja bei meinen Hunden nichts anderes, dass man da Verhalten sehen kann, wo ganz klar ist, wenn daran nicht gearbeitet wird, wird das ein kleines Arschloch, wenn es fertig ist. So, und das ist ja gar nicht bös gemeint. Also, aber man kann sich ja, naja, wenn man sich ein Lebewesen ins Haus holt, ist es halt so. Das ist ein Charakter. Und der Trend geht halt immer mehr zu, ja, exotischereren Hunden. Also ich sehe hier so viele belgische Hunde, belgische Schäferhunde im Moment, wie ewig, noch nie so viele gesehen, wie mir hier im Moment begegnen. Scheint gerade ganz trendig zu sein. Total, also ich sehe das auch. Also wir haben ja auch drei Mallis gerade im Tierheim und wenn man auf
den Kleinanzeigenportalen guckt, also gibt's Wallis vor allem im Überschuss, ja, weil sie alle sowas wollen, alle was Spritziges wollen, weil die lernen ja so schnell und die sind ja so toll, aber halt nicht damit umgehen können im Endeffekt. Naja, die haben ja auch wirklich eine irre Geschwindigkeit, also wo ich sage, so toll ich die finde, aber ich glaube, ich bin zu lahmarschig für die. Also mein Kelpie ist schon echt nicht langsam, aber die Mallis, die ich kenne, die setzen da nochmal einen drauf in der Reaktionszeit. Das geht wirklich von null auf. Und ich darf ja nichts sagen, ich habe ja selbst so eine unmögliche Mischung. Ich finde die ja super, aber das muss man halt wissen. Und es geht ja nie, ich glaube, Menschen denken immer, wenn man sagt, das ist ein sehr schneller Hund, dass wir über die Endgeschwindigkeit reden. Wir reden über die Reaktionszeit, die diese Hunde haben. Ja. Nicht, wie schnell die laufen können, sondern wie schnell die reagieren und agieren. Und das ist einfach... Also bei den Mallis, die ich kenne, wo ich echt sage, macht Spaß, aber wow, wenn das in eine Richtung geht, die man nicht haben möchte, ist das, ich musste ja beim Kelpie schon echt konzentriert durch die Gegend laufen, die ersten anderthalb Jahre. Aber das ist ja noch mal mehr. Und das, sowas muss man sich halt überlegen, ne? Oder auch so ein Border-Ding, ja, ist immer alles toll und intelligenter Hund und hübscher Hund, ja. Aber die reagieren verdammt schnell. Was für einen Hund hast du, Jonas? Ich habe einen Witchback altdeutscher Hütehund-Mix. Ja, sie hat ihre beiden Rassebeschreibungen ganz genau gelesen. Also sie also beides doppelt so in impulsiv, schnell vom Hütehund, wobei Witchbacks jetzt auch nicht unbedingt die langsamsten sind. Nein. Hat ein sehr starkes Jagdverhalten und ja. Ja. Gerd kennt noch meine beiden alten Hunde, die waren ein bisschen ein anderes Kaliber. Ja, und dann schön eigenständig, gleich zweimal. Schön. Ja, und sie hat ihre Rassebeschreibung ganz genau studiert. Aber da braucht man dann auch keinen zweiten Hund. Das reicht ja. Ja, deswegen ist sie auch noch alleine, weil ich immer denke, so, nee, eigentlich habe ich genug zu tun. Ich warte noch auf so einen easy Mitläuferhund aus dem Tierheim, den ich dann irgendwie nehme, aber. Naja. Irgendwann passieren sie. Bestimmt. Letzter Punkt, du hast auch eine Hundeschule im Tierheim, ne? Also kümmerst dich um die Tierheimhunde, kümmerst dich um die Hunde der anderen Tierheime im Huko-Projekt und hast auch noch eine Hundeschule im Tierheim Kaiserslautern. Genau, also es ist quasi wie eine normale Hundeschule, die ist halt hier im Tierheim Kaiserslautern. Das heißt, ich habe ein paar Gruppenkurse, ich mache aber auch da hauptsächlich Einzeltraining und Verhaltensberatung. Sind auch sehr so gut gebucht, deswegen bin ich froh, dass ich bald eine Kollegin bekomme, die mich da unterstützt. Und wir sehen das einfach auch als Prävention, ne? Also einerseits ist es natürlich sinnvoll, eine Ansprechstelle zu sein. Es ist aber auch eine Prävention, um vorzusorgen, dass hoffentlich nicht mehr so viele Hunde dann in Tierheime müssen, weil es einfach gute Hundeschulen vor Ort gibt. Und natürlich soll es auch eine Einnahmequelle fürs Tierheim sein. Also alles, was ich erwirtschafte, kommt dann wieder unseren Hunden zugute. Das heißt, du wirst finanziert. Wir haben auch noch andere Tiere hier. Ja, genau. Bringen auch was zu essen. Ja, wir sind halt schon so ein bisschen auf die Hunde spezialisiert. Ja, aber es ist ja cool. Also so alles in einem, fehlt nur noch irgendwie eine gute Tierärztin oder ein guter Tierarzt, der noch mit dem Tierheim ist. Ja, also wir haben eine ganz tolle Tierärztin hier, die aber leider nicht für Externe da ist, sondern die ist halt uns, also unsere erste Vorsitzende ist gleichzeitig auch Tierärztin und die ist auch wahnsinnig fit, was Verhalten angeht und die ist auch die Person, die das alles hier so in die Wege geleitet hat und da auch ganz arg drum kämpft, dass es immer größer wird und noch besser wird. Und genau, also für unsere eigenen Tiere hier haben wir schon eine tolle Tierärztin auf jeden Fall. Cool, wo die Hunde auch nicht einfach nur durch müssen, sondern eben entsprechend auch vorbereitet werden, dass sie Behandlungen gut überstehen können, dass sie das gut mitmachen und nicht nur einfach übergestülpt bekommen und irgendwie an die Gitterstäbe gepresst werden. Das kann ich auch noch so vorne festhalten, hinten ran drücken und dann gibt's die Spritze. Sondern dass es eben auch möglichst schonend Also wir versuchen alles über Medical Training zu erarbeiten. Natürlich, wenn ich jetzt einen Hund habe, der muss jetzt untersucht werden und der muss jetzt sediert werden, dann ist es auch immer nicht ganz so nett, aber das ist Alltag, das passiert. Ja. Also nicht ganz so nett im Sinne von, dann halte ich den halt einfach fest und sie kommt von hinten und rammt die Spritze rein und dann ist das so. Aber wir versuchen es natürlich immer
so vorzubereiten, dass es für alle Beteiligten stressfrei ist. Genau, aber manchmal kommt ja einfach Leben dazwischen, das ist nun mal so, ne? Also wenn der Hund sich die Pfote aufschneidet und man hat das noch nicht geübt, sagt man ja nicht, dann bleibt das jetzt so. Genau. Und dann muss man irgendwie gucken, dass das verbunden wird und dann hält man ihn und dann muss er da blöderweise durch, so. Genau. Und dann hat man danach auch wahrscheinlich erstmal eine Baustelle, weil das auch noch blöd wehtat. Aber es nützt ja nichts. Das macht man nicht mit Absicht und man kriegt nicht immer alles gleichzeitig hin. Ja, wobei ich arbeite da in der Regel mit Ankündigungen und die meisten der Hunde, finde ich, sind dann, also ich habe noch keinen gehabt, der wirklich nachtragend ist. Ja, super. Also ich sage dann immer, ich nehme dich und die wissen dann schon, dann nehme ich die und dann ist es jetzt so, da kommen die auch nicht raus. Und dann wissen die eigentlich, ah, jetzt wird er blöd. Wenn er sagt, ich nehme dich, dann wird er gleich ein bisschen blöd. Aber danach ist er wieder wie immer und dann können die das ganz gut verkraften. So. Ja. Mega, mega cool. Was könnt ihr gebrauchen? Wie können unsere ZuhörerInnen euch unterstützen? Wie können wir euch unterstützen? Also was wir für die Hunde immer gebrauchen können, sind Leckerlis in rauen Mengen. Also ich verbrauche ziemlich viel im täglichen Training. Also vor allem kleine, weiche Leckerlis, so schnittfeste Trainingswurst, Leberwursttuben. Materialmäßig sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Aber was wir viel zu wenig haben, sind gute, also gut sitzende Brustgeschirre in L oder größer. Also wirklich für große Hunde. Genau, das ist so das, was ich im Moment am dringendsten gebrauchen kann. Das heißt, wir dürfen Pakete schicken, ja. Einfach zu euch und Pakete schicken, auf Instagram gucken, Tierheim Kaiserslautern, Facebook Tierheim Kaiserslautern, gerne von dem Projekt weitererzählen, damit das einfach noch viel bekannter wird und wir das dann auch entsprechend vergrößern können und noch mehr Hunden helfen können damit. Und eure Adresse steht ja auch auf der Homepage mit Sicherheit. Ja, natürlich. Die verlinken wir. Genau, das verlinken wir, ganz klar. Ja, tolles Projekt, tolle Arbeit, die ihr da macht. Also finde ich wirklich super, total spannend. Und würde ich mir wünschen, dass sich das ein bisschen mehr verbreitet. Also dass in Tierheim halt so gearbeitet wird, das wäre schön. Ja, das Coole ist halt, dass es wirklich hundgerecht ist, ne? Also dass geguckt wird, dass die Hunde einfach eine möglichst schöne Zeit haben. So gut es eben geht. Cool. Spannend finde ich ja, dass das häufig gesagt wird, in Deutschland sitzen nur Hunde im Tierheim, die man so für die Familie als Anfänger und so nicht nehmen kann. Dass davon aber der größte Teil aus dem Ausland kommt, finde ich auch mal wieder spannend. Rückt doch das Ganze ein bisschen in ein anderes Licht. Gut, wir Trainer generell, aber auch wir im Tierheim sehen natürlich dann die Hunde, bei denen es nicht funktioniert hat. Ne? Also. Ja. Immer. Schwierig. Jonas, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir drücken die Daumen, dass da viel Unterstützung reinfließt und dass euer Projekt möglichst noch lange geht. Aber da bin ich überzeugt, das ist ein Erfolgsprojekt. Das wird gut kommen. Ja. Das tolle Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke euch. Und genau, schaut gerne in die Shownotes rein. Da verlinken wir die ganzen Websites und so weiter, dass ihr dann auch wisst, wo ihr die Pakete hinschicken dürft. Dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.